Ey, tut mir leid. Okay. Weißt du, seit wann ich hier warte? Ey, ich bin super angepisst, ohne Scheiß. Ey, diesmal war es echt zu krass. Das waren jetzt 2 Stunden. Wir haben jetzt 6:30. Komm, du musst auch zu spät, Mann. Außerdem ist das ganz wichtig. Ich komme mal zu spät, ich komme mal eine halbe Stunde zu spät oder 20 Minuten. Ja, es tut mir wirklich leid, ohne Scheiß. Aber nicht 2 Stunden. Ich sitze seit 2 Stunden hier und mache nichts. Guck mal, auf den Tag, fürs Museum ist jetzt zu spät, ne? Ja, ist was dazwischen gekommen. Was ist der Hammer dazwischen? Was ist denn diesmal dazwischen gekommen? Ja, okay. Ey, du bist doch gerade erst aufgestanden, ich kenne dich. Nee, ohne Scheiß. Ey, sag mal bitte ehrlich jetzt, ja? Ich bin nicht aufgestanden, ich bin schon lange wach. Du, bist, du hättest ja wenigstens mal ans Handy gehen können. Ey, ja, ich kenne das, ich gehe dann auch nicht ran, wenn ich unterstütze, aber 2 Stunden lang finde ich super krass. Ey. Ich wäre gerade beinahe abgehauen, ne? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mich eben schon mal, ich entschuldige mich den ganzen Tag. Ich entschuldige mich ständig. Ich habe gerade jemanden kennengelernt, in den ich mich theoretisch verlieben könnte. Ja, wie letzte Woche und wie vorletzte Woche und wie jede Woche. Ey. Ohne Scheiß. Ich meine, ich kenne dich. Ey, ich bin wirklich voll lange wach. Ohne Scheiß, ich habe mich mit Pino verabredet. Ich hab doch gesagt, ich treffe mich vorhin mit Pino und dann kommen wir. Ja, wo ist der Pino? Ja, der schminkt sich gerade ab. Ja, das klingt nach einer komischen Geschichte, aber es ist wirklich so, ohne Scheiß. Der schminkt sich gerade ab. Ich kann dir das... Oh, schön. Der schminkt sich gerade ab. Der schminkt sich gerade ab. Deswegen schminkt der Pino sich... Ich weiß, ich werde bereuen, dass ich gefragt habe, warum schminkt er sich ab? Warum muss er sich überhaupt abschminken? Ja, pass auf. Der Pino... pass auf, ich fange mal an. Ich habe den Pino angerufen, wo der bleibt, weil wir wollten uns auf dem Lessingplatz treffen. Der wohnt ja da um die Ecke. Ne? Ja. Also vor sehr langer Zeit. Vor sehr langer Zeit, ungefähr vor 3 Stunden oder was, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mehr viel. Und ich frage, wo der bleibt und du kennst den, der zupft deine Augenbrauen, der geht sich die Fuß, der versteht, der macht immer so ein riesen Gedöns. Ja, okay. Und dachte ich, okay, dann wartest du jetzt halt, so war ein bisschen angenervt und so. Und da war auf diesem Blessingplatz, da war so ein Fest, Bürgerinitiative Gedöns, keine Ahnung, aber war eigentlich ganz cool, so, war eine Menge los. War mit Grillen und so. Und die Kinderfest. So ein Kinderfest. Und die Kirche konnte besichtigen und so. War richtig ordentlich was los. Also du fand ich cool. Du bist auf dem Kinderfest kleben geblieben jetzt quasi. Ja, ich stand da halt. Ich muss auf dem Pino warten. Okay. Und auf einmal so eine Frau steht vom Kinderschminken auf, kommt zu mir, tippt mich an und sagt, entschuldige, tust du mir einen Gefallen, kannst du mal den kleinen Jungen weiterschminken, weil ich muss mal ganz dringend weg. Hallo? Ich kann sowas gar nicht. Die eine Hälfte ist fertig geschminkt. Ich denke, du kriegst es hin. Einfach spiegeln. Du wartest hier, ja? Auf einen Freund. Und aber der sieht dich ja. Aber setz dich einfach dahin. Du bist ja nicht zu übersehen. Schminkst du mal weiter. Danke, ich bin gleich wieder da. So, ey, so, hey, hallo, ey, mich an ein Kind dran zu setzen, ey, das ist echt krass. Also dann noch schminken, das arme Kind, das war noch voll klein. Du weißt, wie kreativ ich bin. Ne? Also ich meine, mit Musik geht, ne? Aber mit so Malen und dann noch ein Kind, so, in einem Kind im Gesicht, in einem Gesicht von einem Kind rummalen, ist schon. Und das Kind, du siehst das Kind, weißt du recht? Oh nein, wer ist der Typ? Du verarsch mich jetzt nicht, ne? Das ist wirklich passiert. Okay. Und du darfst nicht vergessen, ich habe heute vielleicht meine große Liebe kennengelernt. Aber man weiß es nicht. Ich bin da sehr skeptisch, aber ich glaube, dass die Frau... Ich bin auch noch sehr, sehr skeptisch, aber warte mal ab. Ich bin nervös. Ich bin nach langer Zeit echt wieder nervös. Aber das kommt auch... Ich weiß nicht, das ist... Egal, ich setze mich hin und fange an, in dem Gesicht von dem Kind rumzumalen, ja? Alex, was machst du hier? Das ist eine voll lange Geschichte. Kannst du mir helfen? Erstmal stresst du mich.
Und dann sitzt du hier und nutzt die Kinder an. Ja, ey, das, ich kann es jetzt nicht erklären. Pass auf, du musst mir super gefallen tun. Das ist eine Notsituation. Du musst dich jetzt hier hinsetzen und mal kurz... Ey, bei dir ist immer eine Notsituation. Du musst dich hier hinsetzen. Unter hier, Kinder. Setz dich hier hin, okay? Was soll ich denn hier machen?